So, moin Sportsfreunde. Ja, kommen wir zu einer Sache, die meisten Leute eigentlich wahrscheinlich kein Meter interessiert wurde, werden wird, die aber mal gefragt wurde. Und wo ich mir dachte, naja gut, da ich hier sowas zu Hause rumstehen habe, mache ich da so ein kleines Video und helfe den Leuten, die es interessiert, mal aus. Und zwar Schuhe für Kinder bzw. für Frauen, für Damen. Weil, was viele nicht wissen, umso kleiner der Schuh, und zwar alles unter Schuhgröße 40, umso eher neigen die Firmen Adidas, Under Armour, Nike und Co. dazu, die ganze Technologie, die sie normalerweise anpreisen, einfach rauszunehmen, aber sagen dazu nichts. Hier jetzt beispielsweise ein Kyrie 2. Kyrie 2 ist in dem Fall ein blödes Beispiel, weil der ist von der Dämpfung her knochenhart. Der entspricht ziemlich 1:1 auch dem Modell, was es für Männer gab. Das ist aber richtig selten. Und das zeige ich euch. Ich nehme einfach noch ein paar andere Schuhe, wo ich immer auch das komplementär als Männervariante auch habe. Das sind übrigens die Schuhe meiner Freundin. Braucht euch nicht wundern, ich bin da nicht rausgewachsen oder so, sondern, ne, also, so. Angefangen mit einem Schuh, der immer noch auf gewisse Art und Weise aktuell ist, der Harden Volume 1. Vom Prinzip her ist der, der unterscheidet sich optisch erstmal meiner Meinung nach gar nicht vom normalen Harden. Der hat auch dasselbe Grip, dasselbe Pattern, also dieselbe Anordnung hier, wie das alles aussieht und so. Fühlt sich auch meiner Meinung nach relativ genauso an. Hat auch hier so ein Kunstleder-Overlay. Ich bin der Meinung, dass das hier etwas billiger ist als bei dem in meiner Variante. Allerdings darf man noch nicht vergessen, der ist günstiger gewesen. Aber so viel günstiger am Ende auch nicht. Weil, wenn man es dann nämlich zusammenfasst, das Material hier ist kein Primeknit, kein, was es wirklich ist, ich kann es euch gar nicht sagen. Es fühlt sich an wie ein relativ günstiges Mesh-Material, also schon Textile, also schon irgendwas Stoffartiges, aber im Verhältnis relativ günstig zu diesem hier. Das Leder ist definitiv nicht so smooth und schön wie das hier, aber trotzdem absolut in Ordnung. Vom Prinzip her aber auch klar, ihr braucht das auch nicht, weil Personen, die in so einen Schuh passen, die bringen niemals diese Kraft auf so einen Schuh. Weil wenn ihr, es ist einfach ein Unterschied, ob ihr, keine Ahnung, 90 Kilo wiegt, so wie ich, oder ob ihr, keine Ahnung, 55 Kilo wiegt oder 50 Kilo oder 60, was auch immer. Die Kräfte, die auf den Schuh wirken, die das Material so aushalten muss, sind natürlich ganz andere. Trotzdem muss ich sagen, der Schuh hier, ich habe es mal recherchiert gehabt, der hat ursprünglich, sollte der mal 109 Euro kosten, in der Schuhgröße unter 40. Und dann gibt es noch diese Grade School Varianten, die gehen, glaube ich, bis 42, da kostete der, glaube ich, 129 und der normale hat ja 150 bzw. 160 gekostet. So, das Material ist das eine, da sage ich noch okay. Was ich aber nicht verstehe ist, die Dämpfung. Der hier, und das war ja auch die große Werbung für diesen Schuh, für den Harden Volume 1, der hat Boost. Super dünn, super genial, fühlt sich eigentlich relativ gut an. Ich mag das Setup richtig gerne, muss ich dran gewöhnen. Darum geht es aber gerade gar nicht, der hier hat es nicht. Und es steht noch nicht drauf, was er hat, ob es irgendwie Adiprem oder sowas ist. Es ist auf jeden Fall knüppelhart. Und ich muss sagen, Material und hier den fehlenden Boost runtergerechnet auf das meiner Meinung nach billigste, was sie haben, was Adidas hat im Sortiment, Adiprem. Und dann immer noch so teuer, finde ich ganz schön heftig. Und das zeichnet sich bei anderen Schuhen genauso ab. So, als zweites Beispiel habe ich einfach nur mal gedacht, damit ihr wirklich seht, das gibt es häufig, den LeBron 11. Weil den habe ich persönlich noch und den habe ich für meine Freundin irgendwo mal gekauft für 18 Euro, aber das war nicht der ursprüngliche Preis. Was interessant am LeBron 11 war, der hat, ich habe jetzt eigentlich keine Lust, das rauszuholen, aber ich mache es bei dem gleich, der hat eine Drop-In-Midsole. Das heißt, der hat selbst an für sich keine Dämpfung, sondern nur seine Sohle und hat dann sozusagen eine Einlegesohle, die die gesamte Technologie mitbringt, und zwar eine Full-Length-Zoom, also die Dämpfung von vorne bis hinten. Kennt man sonst nur aus den Kobes und eben aus dem LeBron 11. Das ist das, wofür auch vom Prinzip her das Geld bezahlt. Dieser hier wiederum, bei dem hier ist die nämlich noch nicht so doll eingeklebt. Da kann man das noch rausholen. Der hat nichts vom Prinzip her. Das ist wieder sehr, sehr, sehr günstiger Schaumstoff. Wahrscheinlich ist es Lunalon. Das ist so eine der Schaumstofftechnologien von Nike. Aber es steht auch nichts drauf. Das heißt, es muss nicht mal das sein. Der definitive Nachteil, ihr könnt jetzt wieder sagen, okay, man wiegt nicht so viel und so weiter. Und deswegen braucht man diese krasse Dämpfung nicht. Aber dieser Schaumstoff hier ohne die Zoom-Units, der neigt einfach, auch wenn ihr nur 30 Kilo wiegt, dazu, dass er sich ganz dolle austritt. Also quasi ihr tretet den fest und irgendwann kommt er nicht mehr zurück. Und das geht sehr, sehr schnell bei diesen Schaumstoffarten. Das heißt, ihr zahlt ja auch wieder, der war ursprünglich, ich weiß es nicht mehr genau, was der LeBron 1 Tatsache gekostet hat. Ich glaube, irgendwas um die 150 Euro hat er damals gekostet. Und ich glaube, die kleine Variante in Schuhgröße unter 40 hat, glaube ich, 99 Euro gekostet oder 89 Euro. An für sich ist der Schuh von
genau derselbe und auch immer noch super gut, aber das hier ist was, das wird wirklich nerven. Weil auch kleine Größen brauchen Dämpfung, auch Frauen, auch Jugendliche, ne, so keine Ahnung, auch Jungs brauchen Dämpfung und das ist was, da müsst ihr wirklich drauf achten. Es gibt allerdings auch Modelle, zum Beispiel hier habe ich den KD7 noch als Frauenvariante. Der bringt alles mit. Der hat dieselbe Technologie. Der hat hier hinten auch die ganz normale Zoom-Technologie, die auch die Männervariante hat. Und auch ansonsten das Material und so ist alles dasselbe. Das heißt, ihr müsst euch einfach ein bisschen schlau machen und wirklich nachlesen und gucken. Weil gebt nicht das Geld für was aus, wo ihr mehr oder minder fast schon beschissen werdet, außer es ist super günstig, weil wie gesagt, der LeBron für 18 Euro oder so, da macht ihr natürlich nichts falsch. Und zwar schmeißt er dann immer weg und fertig. Aber das geht auch vernünftig. Ihr müsst einfach nur gucken, wo. Im Zweifelsfall würde ich da aber eher Richtung Nike gucken und Jordan und Adidas außen vor lassen, weil die neigen extrem dazu, die Technologie rauszunehmen. Und ansonsten, ja, sowieso ein guter Schuh für alle, auch für Männer. Aber das ist eine andere Baustelle. Aber jetzt wisst ihr ungefähr, worauf ihr achten müsst. Und wie gesagt, diese Preisdifferenz ist meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Auch wenn es günstiger ist, es müsste noch viel günstiger sein. Deswegen guckt ganz genau, was ihr kauft. Aber so viel dazu. Jetzt wisst ihr Bescheid.